Nichts. Wieder nur Kalorien verschwendet. Ich glaube, ich werde doch nicht drumrum kommen mit Jagen. Irgendwie müssen wir jagen. Aber ohne Waffe wird das nicht so leicht. Fällt mir gerade ein, wir haben wahrscheinlich noch haufenweise Munition mit uns, die wir nicht ablegen. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen schneller. Und wenn ich dann die Waffe habe, ich glaube, dann nutze ich die, dann habe ich die Waffe die ganze Zeit in der Hand. Ich muss dann bloß erstmal gucken, wie ich mit der umgehe. Ich habe was gefunden. Ich bin gerettet. Sieht man wahrscheinlich nur von der Seite gut. Toll, ich bin am Arsch. Da oben ist so, ja, schöner Berg, habe ich schon gesagt, ja. Scheiß Berg. Kommt schon wieder ein Sturm. Ich gehe jetzt einfach mal da hoch. Ja, von mir aus, aber während des Sturms bin ich einfach verdammt hier unten. Ich hoffe doch, dass ich da oben was zu essen finde. Ich dachte, ich hätte schon wieder einen Wolf gehört. Ich war total paranoid bei dem Spiel. Ja, ich kann mir das gerade nicht erlauben, anzuhalten. Ich glaube, ich muss dann oben einfach noch ein bisschen Holz sammeln. Dann mache ich einfach ein blödes Feuer. Ich habe natürlich das ganze Kerosin abgelegt. Ehrlich gesagt, da oben in den Baum zu laufen, ist mir jetzt auch mittlerweile egal, aber ich glaube, das ist nicht mal gesund. Oder kann man hier drüber irgendwie. Ich glaube es eher nicht. Nee. Kann er nicht hoch. Man muss über den Berg, glaube ich. Ich muss später mal gucken, ich erfriere. Hätten wir das hier aber auch schon abgefrühstückt. Mann, warum sind die Wölfe nicht gestorben? Ich habe mich so gefreut über eine warme Mahlzeit. Auch wenn es Wolfsfleisch ist, schmeckt bestimmt ganz komisch, aber. Oder ungewohnt. Ah, da ist dieser freundliche Rucksack auch wieder. Hallo, du freundlicher Rucksack. Die Granola Bar. Oder was ist es? Nee, Candy Bar. Und jetzt würde mich gerne mal, ehrlich gesagt, muss ich mal gucken, wie es außerhalb aussieht mit dem Erfrieren und dann innerhalb von diesem Gebäude, ob da vielleicht noch ein Programmierungsfehler drin ist. Weil in dem Gebäude dürfte es ja nicht ziehen wie Hechtsuppe, so wie es hier gerade ist. Mann, ich glaube, das war voll die Schnapsidee, hier hochzugehen. Wenn dann nicht eine Waffe rausspringt, dann, ja, dann war's das. Ich weiß auch nicht, wo ich noch eine finden soll. Ich glaube, es gibt drei Orte, wo man eine finden kann. Vier soll noch irgendwo Dings geben in Bunker, aber ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Vielleicht hätte ich mich auch ein bisschen schlauer machen sollen, aber ich habe mich auch nicht zu sehr spoilern. Ja. Hier oben ist es noch kälter, toll. Ah, gut. Da liegt jemand Freundliches. Der hat wahrscheinlich den gleichen Weg gesucht wie wir. Hat gedacht, oh ja, hier oben, ich bin bestimmt sicher. Oder er war einfach noch hier oben. Der sieht angeknabbert aus. Ich fühle mich weniger sicher. Da hat anscheinend schon jemand Hunger. Die blöden Wölfe fressen aber auch nicht richtig. Die töten die und lassen sie dann liegen. Beißen einmal kurz ab. Kein Wunder, dass die immer Hunger haben. Okay, wir haben noch nicht so viel verloren, das geht noch. Guck erstmal schnell rundherum, ob ich hier irgendwas finde. Anscheinend nicht. So, dann schauen wir mal.
minus 35 gefühlt. Ach, lag wahrscheinlich vorne an unseren... Zieht trotzdem durch. Lag wahrscheinlich vorne an unserer Kleidung, dass wir einfach zu schlecht waren. Und da kriegen wir noch ein Messer. Antiseptikum, das brauche ich nicht gerade. Ah, Candy Bar, das ist schon besser. Zieht trotzdem durch. Und da ist noch eine Kugel. Apropos Kugel. Oh, ist keine kein Gewehr da. Habe ich gar nicht beachtet. Na toll. Jetzt weiß ich nicht. Könnte jetzt noch ein Gewehr sein. Nee, das interessiert niemand mehr. Oh, kann ich Radio hören? Ah, ärgerlich, ärgerlich. Cedar Firewood. Das werde ich dann gleich einsetzen, aber erst hole ich mir ein bisschen. Nee, die Axt werde ich nicht dafür nehmen. Die Axt ist mir einfach zu wertvoll. Ich weiß, damit kann ich Fleisch raus aus Tieren raushacken und deshalb will ich sie lieber aufbewahren. 53. Tinderblack Cedar Firewood. 77%. Ah, zur Not kann ich da noch andere Sachen nehmen. Wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf und dann kann ich auch ein bisschen was kochen. Dann fühlt man sich gleich wieder besser. Cedar lasse ich. Oh, ich hatte noch. Weg damit. Brauche ich eh nicht. Jetzt kochen wir. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man das smasht. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, weil ich habe Angst, dass es dann irgendwie verschwindet oder so. Wäre echt ärgerlich, wenn wir da ein bisschen was verlieren. Ist eigentlich logisch, wenn du es aufbrichst, dann löst du hoch. Hast du eine höhere Gefahr, dass es irgendwie rausfällt. So, Pork and Beans Hot. Das müsste ja eigentlich unsere... Müsste es uns besser gehen. Oh, klar, es hilft gegen die Kälte. So, jetzt müssen wir was trinken, vermute ich mal. Wir kriegen... Ah, Kohl ist auf jeden Fall schon mal niedrig. Beef Jerky, the portable. Kann ich mir jetzt Kaffee kochen? Tin of Coffee, cool. So geht das also. Bräuen wir uns mal ein bisschen was. Oder beulen, von mir aus auch. Weißt du was, ich probiere das jetzt einfach mal. Wir wissen, was mir das bringt. Also, wir haben auf jeden Fall weniger Erschöpfung, das weiß ich. Ach, 100 Kalorien, hey, das ist ja doch was wert. Ist wahrscheinlich so ein Instant-Kaffee. Fatigue geht runter. Ach, kochen wir uns gleich noch ein. Das belebt die Manneskraft. Ah, ja, ein heißer Kaffee und ich glaube, ich mache mir dann noch einen Eiskaffee, weil es noch nicht kalt genug ist. Kochen wir einfach nochmal so. Das ist irgendwie cool. Kann man sich Kaffee machen? Ich meine, wie gesagt, ich trinke keinen, aber warum auch nicht? Was haben wir denn noch alles? Firelock und Cedar. Das Cedar lasse ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Firelock ist doch Feuerholz. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwas zu craften brauche. Ich habe Angst, dass ich dann irgendwas wegschmeiße, was ich noch brauche. Aber ich müsste sowieso mal draußen in den Wäldern ein bisschen Zeug holen und nicht immer bloß dieses blöde Reclaimed Wood. Weil dieses Reclaimed Wood hat halt wenig Heizwert. Allerdings, ja, hat bestimmt auch Vorteile, dass wir das so machen. Ach komm, ich mach mir noch einen heißen Kaffee.
Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich mache erstmal noch ein bisschen Wasser. Vielleicht reicht es ja noch für den Kaffee jetzt danach. Wenn ich noch Zeit habe, dann mache ich den Kaffee noch. Kann ich sogar ungefähr 5 Minuten. Ja. Ach Mist, der hat es bloß aufgewärmt. Was haben wir denn noch alles an Kleidung? Ich kann gerade eh nicht viel machen. So, das kann ich alles nicht nutzen. Also. Schön. Werkzeug. Gott, haben wir viel. Priber, 1 Kilo. 25 Gramm. 250 Gramm, meine Entschuldigung. Material, haben wir was? Ja, Cedar. Oh, 2 Kilo, wow. Scrap Metal können wir bestimmt noch brauchen. Es wird aber auch nicht. Es wird aber auch nicht besser. Ja, mein Gott, dann essen wir das halt. Ich muss dann bloß mal gucken, dass ich irgendwo. Hat immer noch Kalorien. Das ist schön. In 3 Stunden könnte das vielleicht ein bisschen besser aussehen draußen. Könnte, tut's aber nicht. Okay, dann. Ne, es wäre ja Verschwendung. Trinken wir uns ein. Echt kaum Wasser. Wir haben so viel Wasser und wir brauchen es gar nicht. Vielleicht noch. Dann ist es schon 18 Uhr. Ich schlafe mal noch 2 Stunden. Was ist jetzt los? Ah, jetzt. Das würde einfach nicht besser werden. Also, es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss dann gleich los. Ja, das hauen wir uns jetzt noch rein. Aber ich möchte jetzt nicht ewig warten. Das finde ich blöd. Plus 3. Aber, ja, andererseits, wir sterben draußen. Oh, es hat aufgehört. Leer. So ein Zufall. Ich hoffe echt, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Denn hier werde ich auch nicht wieder herkommen. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen kann. Im Damm will ich nicht suchen, weil ich glaube, das Vieh tötet uns. Irgendwo muss es doch noch was geben. Irgendwas, was ich wahrscheinlich noch nicht kenne. Weil ich werde auch die Let's Player haben, von denen man das sieht hier, finden nicht alles. Naja, solange ich noch ein bisschen Cedar Firewood habe, werde ich erstmal nicht. Was war das? Oh, es war bloß ein Berg. Oh, es geht nur mit der linken Taste schön. Ist mir blöd, da muss ich so komisch, ne? Muss ich immer so komisch rumgreifen. Komm schon, lauf, du bist auf jeden Fall ausgeruht, du hast lang genug geschlafen. Aber tatsächlich, wenn man im Grunde die ganze Zeit im Bett liegt, hat man im Grunde den geringsten Energieverbrauch.
Man hat es zusätzlich ein bisschen warm durch die. Oh, es schneit nicht mal mehr, schön. Man hat im Grunde sogar noch ein bisschen mehr. Kann man hier auch irgendwo lang? Die Decke noch schön als wärmer. Ich glaube, da hinten kommt man dann auch nicht weiter, wenn man da drüber läuft. Bricht man sich höchstens das Bein wieder, so wie ich vorhin. In meiner grandiosen Flucht vor den Wölfen, aber wir haben es ja doch irgendwie gepackt. Ich bin echt noch erstaunt, dass wir das geschafft haben. Ich höre Wölfe, schön.